Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir sind hier in einer ziemlich kniffligen Situation. Und zwar bin ich auf Bärenjagd. Das Ding ist nur, ich habe hier ein Feuer gemacht, um nicht zu erfrieren während meiner Jagd. Aber das Feuer wird den Bären anziehen, da bin ich ziemlich sicher. Das habe ich so häufig erlebt. Bären werden von Feuer angezogen. Und das Problem ist, ich sehe gerade so gut wie nichts. Also ich kann mich hier so ein bisschen auf die Schräge stellen. Da ist er nämlich. Genau wie befürchtet. Can you eat trees? 'Cause I'm gonna eat a tree. Das lief ja richtig scheiße. Ja, auf der Habenseite steht, dass ich weiß, dass dann der ist. Aber davon abgesehen bin ich nicht viel weiter. So, jetzt muss ich hier im Nebel zurück. Übel. Ich quetsche mich ja schon hier am äußersten Rand entlang, aber ich wurde hier schon so oft angegriffen, dass ich weiß, das ist kein Allheilmittel. Können wir denn uns hier aufwärmen? Ja. Ach, wie schrecklich. Naja gut, mit solchen Schwierigkeiten war zu rechnen. Wir müssen es halt immer wieder probieren.
Das Ding ist nur, ich weiß nicht, wo ich das Feuerholz herkriegen soll. Lang. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Also eine Variante wäre ja nochmal nach Kohlen zu schauen. Ich habe jetzt. Ja, dann mache ich es anders. Mich zwei Sticks. Spare ich ein bisschen. Gut. About his food. Warten. Gut. So, ein paar Rohrkolben könnte man schon mal rüber tun. Dass wir bei minus 30 Grad kaum Möglichkeiten haben. Gibt es hier ein paar Sticks zum Bauen? Gut, wieder aufwärmen. Ja, wie kommt man an diesen Bären ran? Also, gut ist überhaupt, dass der da ist. Ich glaube, unsere Chancen bei dem sind besser als in anderen Situationen. Wenn ich mir die Situation zum Beispiel einer Rodungsfläche vorstelle, das ist ja viel schrecklicher. Das wäre das letzte Regal, was wir auseinandernehmen könnten. Jetzt sollte ich wirklich mal eine Tour machen und ganz schlicht Brennholz besorgen. Erstmal mich hier rum kümmern. Also. Die nehmen wir auseinander.
kann es mal checken, aber... Er ist wärmer. Dann nehmen wir den auseinander. Nochmal. Gut. Dann würde ich sagen, verbringen wir... Na, gehen wir in die Höhle oder gehen wir rüber? Es ist... Okay, 16 Grad, das ist relativ mild. Dann probier es nochmal. Also ich weiß nicht, was man jetzt 16 Grad als mild bezeichnet. Natürlich auch ein Ding. Verstauchtes Handgelenk, damit hat sich das Bogenschießen erledigt, oder? Genau. Passiert was, wenn ich das bandagiere? Okay, ich kann es jetzt probieren. Wow, das ist schon ein ganz schöner Kampf. Kann man nicht anders sagen. Schauen wir, ob wir einen freien Schuss bekommen. Oh. Das passt mir nicht. Einfach so mit mir rumzutragen. So, meine Freunde, da sind wir wieder mal hier. Wer ist dort? Komm, komm, komm. Leider nicht, leider nicht. Ach, so schade. Jetzt fängt er an, seine Runde zu laufen, ne?
I could eat a horse. Let's... Ach, dass ich ihn da verpasst habe. Gut. Schnell ins Warme. Wie sieht's aus? Haben wir denn noch genug Wasser? Ja. Können wir noch was auseinandernehmen? Nee, mittlerweile. Der Schrank wird auch toll. So, und wie viel Brennholz ist das? Zwei, naja. Sollte man es noch mal probieren. Ich glaube, ich riskiere es. Ja, der Vorteil mit der Hütte war, dass man sich in der Hütte einfach auch eine Weile aufhalten konnte. Okay, er kommt zurück. Das könnte die Gelegenheit sein. Das muss klappen jetzt. Weiß nicht, wo er lang läuft. Mal hier Freischussbahn. Das ist doch unglaublich. Da, jetzt aber. Jetzt. Okay, das muss es doch gewesen sein. Schnell zurück. Okay, ein bisschen die Kleidung zerfetzt. Und ein paar Pfeile habe ich gelassen. Aber der Bär ist meiner, so würde ich es jetzt gerade sehen. Okay. Gut. Sagen wir, warten einen Moment ab. Wie viele Sticks haben wir denn noch? Fünf, naja. Warten.
essen alles, was drin ist. Und trinken. So. Also, das stimmt mich doch optimistisch. Sonne geht auf. So. Ich kann hier wirklich nichts mehr klein hacken. Die Hütte ist ausgeweidet. Gut, das erste, was wir zu tun haben. Wir müssen Holz sammeln. Und schnell wieder aufwärmen. Minus 34. Oh, so cool. Gleich nochmal aufwärmen. Ja, also wenn es ein paar Stunden stürmt und dann zum Abend wieder gut ist, habe ich kein Problem damit. Eine schnelle Runde hier lang. So. Okay, gut. Und ob wir unseren Bären finden oder nicht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye, bye.